eigentliche Fantastische dieser überwältigenden Phänomene ist nicht unbedingt diese ganze Universal-Theaterschau, Bühne von einerseits nie, von einerseits den Anspruch erhebender, nie enden wollender, ewiger Schaustellung all dieses ausgefransten, schönen, skurrilen, bunten, übermächtigen und auch nicht die andere Seite dieser Verbeliebigung, Unsterblichkeitsvorstellung, phantasmatischen Punkt, 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 all das, was wir in den letzten Videos gesagt haben, dieses überall ist Wunderland und dieses unausrettbare Lebendige, das überall wieder hervorsprießt und sich wiederholt, sondern es ist vor allem das Phänomen, das aufgrund dieser verunmöglichten Verunmöglichung sich im vertikalen Verwurfsschema gegen das eigentlich Reale zu behaupten, all das zurückgeschlossen werden kann. Zum Beispiel ein Demokrit, der rein mit Gedankenkräften, mit Verstandeskräften erkannte, was es mit dieser partikularen Einzelzusammenballen an einem Ort, an dem dann kein anderes sein kann, im Verhältnis zum notwendig freien, leeren Raum dazwischen, damit überhaupt Bewegung und Zusammenknallen möglich ist, im Verhältnis zum beliebig vielen, zur Wellenfunktion dann wieder notwendigerweise die Struktur des Seins darstellen muss. Eben auch, dass diese quergelegte Verwurfsleistung, die alles Denken immer beginnen lässt, erst mit der Unmöglichkeit des Nicht-Einholen-Dürfens der Rätsellösung vor dem endgültigen und nimmermehr, dass dieser Trick, der dann die Drittveränderungsimperative inszeniert, die dann ebenfalls dieser Verwerfung unterliegen, mit welchen unglaublichen, verschlungenen, blutig, fleischig, brutalen Vorgängen dieses Leben sich erneuert und sich der Körper bedient, um diese stattdessen als Haut und Knochen und Skelettgerüst darzustellen, mit Blendschönheitshäuten überzieht und mit der Mimikrie von angeborenen Imagines, die die Attrahierungskräfte ausüben, den Schwarzringloch-Generator heimzusuchen und die Erneuerung zu bewerkstelligen unter Dreingabe des eigenen Seins. Nicht dieses verwunderliche, bewunderungswürdige Schauspiel des schön, gut, ganz gemachten, mit Schönheitsblendhäuten überzogenen Seienden, sondern die Rückschlüsse, die gezogen werden können, ob dieser Verwerfungen, welche verboten werden, sie zu denken, um sie zu verbergen, aber doch gedacht werden können und doch zurückgeschlossen werden können,
sodass eben die ganze Rekombinations-Scrabble-Struktur nicht des, nur des horizontalen Seins, sondern des vertikalen Vortex, der seinen eigenen Gesetzen unterliegt, erschlossen werden kann. Und das als ein Erschaudern vor jenem Phänomen eines Geistes, der aufgrund einer Verunmöglichung einer ternären Begehrensstruktur, Abtötung eines ersten Todes, dies erst vermag, sodass man sagen kann, Depression, Schizophrenie und Paranoia sind die eigentliche Fähigkeit, die Welt so zu sehen, wie sie ist, im notwendigen Abstand hinter den Schleiern ihrer Blendschönheiten, die ja gar nicht schön sind und auch nicht hässlich, denn hässlich ist schön und schön ist hässlich, sondern die nur die Funktion haben, gerade das nicht ansichtig zu machen, damit die Dissipation, damit die Zeit, der Zeitraum, die Zeitspanne aufgespannt werde. Dieses Experiment Bindestrich-Tieren durchzuziehen, durchzulaborieren, zu vermögen, immer skurrilere Absurditäten zu erzeugen, bis hin zur absurdesten Phänomenalität im ganzen Universum, eines Bewusstseins, das ja kein bewusstes Bewusstsein von sich ist, sondern den gleichen Verwurfs-, Vergessensmechanisierungen unterliegt, aber manchmal eben doch ein kurzes Aufklaffen, ein Erkennen, oh, das ist ja wirklich da und das ist ja wirklich bewusst und das geschieht ja wirklich, aber eben nicht so, wie mir das weiß gemacht wird, damit ich mich auf die Socken mache, zu fliehen oder anzugreifen und die ultimativen, einzigen Imperative, auf die es ankommt, zu vollziehen, nämlich die Neutransformations-Aberwitzigkeiten zu wiederholen und nicht die Erkenntnis, sondern der Wiederholungszwang der Neupassagierung von Aktionen. Es ist auf das alles, das anzukommen scheint und wofür dann all dieses Vergessen, all diese Verunwirklichungen, all diese tumpdreisten Muterzeugungen erst erfunden werden. Diese Subjekte, diese Körper handlungsfähig zu erhalten, damit sie das tun, was sie tun sollen, aber in Ausziehung eben, in Betrachtung eben genau dieser absurden Vorgänge, diese serielle Ausziehungsreihe oder Reise auch erfolgen kann, die auf den eigentlich dahinterstehenden Ungrund verweisen, so wie man dann schließen kann, dass alles Materielle, das wert ist, zugrunde zu gehen, dem gleichen Gesetz des nicht einhalten könnenden Selbstzerstörungs-Neutransformierungsbefehls zu unterliegen, andererseits durchflochten sind von jener noch inerteren, noch energetischeren, noch zwingenderer Nichts-Virtualität des reinen Raums, des virtual leeren Nichts, durchflochten auf der anderen Seite, beziehungsweise durchflochten innerhalb der Oberfläche selbst, die es aufeinanderpressen, immer mehr zusammengeballte Konglomerationen erzeugen, bis am Ende aller Äonen das Ganze insgesamt gemeinsam wieder zurückkehrt in den rein Nichts-Leerraum dessen, was man heute dunkle Energie nennt. Als jener Ort, an dem kein Widerspruch widersprüchlich ist, als jener Ort, der vielleicht als einziger etwas bewahren kann, weil die Fluktuationen, die sich sofort wieder auslöschen, keine Widersprüchlichkeit ergeben,
und somit es ermöglichen, dieses Bewusstseinsfeld, wenn man es metaphorisch so nennen kann, so zu bewahren und aufrechtzuerhalten, dass ich das wenigstens nicht kontinuierlich wieder auslöschen muss. Ein Bewusstseinsfeld im materiellen Sein gibt es nicht. Das sind nur ein immens ausgedehntes, sich überlappendes Energiezustand von mehr oder weniger hohen Interferenzwellen, Tälern, die wie das Gehirn ein einziger Elektronenzustand ist, der, wenn der Strom abgestellt wird, alles auslöscht, als Projektion also dieses Bewusstseins, so auch das Universalfeld alles Materiellen, das letzten Endes auch nur Fluktuationen, Veränderungen, Umschreibungen, manchmal auch Klabautermänner und überhohe Monsterwellen erzeugen, die durchschlagen mögen auf die andere Seite der Nichtsvirtualität. Aber prinzipiell entstehen in diesem Feld keine Löcher, sondern es ist nur ein insgesamt nicht aufhören können, sich immer zu transformierendes, immer skurrilere Zusammenballungen und Verdichtungen erzeugendes Wellenenergiefeld. Punkt, 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 jetzt reicht's wieder. Wir sind erschöpft genug, all das in einem einzigen Tag zusammenzufassen.